Herdlehre. Herdlehre ist eine Disziplin in der Komplementärmedizin, der Alternativmedizin, auch die Naturmedizin genannt. Die Herdlehre geht davon aus, dass verschiedene Erkrankungen auf einen Herd zurückzuführen sind. Wenn man nur die Symptome behandelt, da wo es schmerzt, dann bleibt der Herd zurück und wird dann zu neuen Symptomen führen. Es ist wichtig, dass man bei einer Abklärung eines Krankheitsbildes auch an Herde denkt. Und erst dann, wenn man den Herd gefunden hat und den Herd ausschaltet, können auch die anderen Erkrankungen zurückgehen. Es gab einen Pionier der Neuraltherapie namens Honecker und er sprach darüber, davon, dass man die Herde überwinden kann, zum Beispiel, wenn man einen Herd durch eine Infektion mit einem Anästhetikum unterflutet, dann verschwinden die Krankheitssymptome innerhalb von Sekunden. Ein Herdgeschehen ist also ein chronisch veränderter Gewebebezirk, von dem eine Allgemeinerkrankung oder herdfern umschriebene Symptome ausgelöst und unterhalten werden können. Herdgeschehen können überall im Körper auftreten. Es kann zum Beispiel eine chronische Entzündung sein, die am Ort selbst keine Beschwerden verursacht. Es gibt zum Beispiel auch ein chronisches Belastungssyndrom. Der Körper versucht, ein Fließgleichgewicht, eine Homöostase aufrechtzuerhalten und das kann zu vielen Irritationen führen. Und so sollte man schauen, gibt es irgendwo Herde? Die Herdlehre spricht zum einen von Narben als Herde, das heißt also, Narbengewebe können im Organismus als Fremdkörper wahrgenommen werden und so können die Narben als Herde für weitere Erkrankungen gelten. Und so gibt es zum Beispiel Akupunkturmethoden, die die Narben wieder als Herd auflösen. Muskeln können Herde sein. Muskeln können entweder dauerverspannt sein oder sie können auch andere Veränderungen haben. Auch die Wirbelsäule kann Herd darstellen. Die Wirbelsäule kann auch dazu führen, dass der ganze Körper erkranken kann. Bekannt ist auch die Aussage, dass entzündete Zähne Herde darstellen können, die auch wieder zu Erkrankungen im ganzen Körper führen. Manche sagen, dass zum Beispiel das wurzelbehandelte Zähne immer Herde seien und andere wiederum sagen, dass Plomben aus Quecksilber, also zum Beispiel Amalgamfüllungen, auch Herde für den Körper darstellen. Oft führt das dann zu überflüssigen und belastenden Zahnextraktionen. Manchmal wird zu früh daran gedacht, dass Probleme aus den Zähnen stammen. Und so kann man die Herdlehre zusätzlich nutzen für die Behandlung von Erkrankungen. Aber ich selbst habe schon viele Menschen kennengelernt, die gemeint haben, durch Zahnextraktionen würde es ihnen besser gehen, einen Haufen Geld bezahlt haben für anschließende auch sogenannte Ausleitung von den schädlichen Substanzen, denen es aber nachher nicht besser gegangen ist. Sie haben nur die meisten Zähne verloren. In diesem Sinne, die Herdlehre hat einiges Positives, aber ich wäre vorsichtig mit Zahnextraktionen.